Moin, ich bin Axel Dietze, neben mir sitzt Professor Alex Marbach. So sieht's aus. Und wir stellen euch vor, was hier so Gaming- und E-Sports technisch an der Hochschule geht. Ich leite das E-Sports Science Lab, beziehungsweise organisiere den ganzen Spaß. Er und zwei andere Professoren sind da die professoralen Betreuer. Und im Endeffekt, hier könnt ihr euch austoben, was das Thema angeht. Wir haben verschiedenste Sachen, die wir hier anbieten. Angefangen von, ich sag mal, normalem Gaming, was einfach eher so in der Freizeit dient, über, und das ist halt Fokus, E-Sports, bis hin zu abgefahreneren Sachen wie Tabletop. Im Fokus liegt unser E-Sports-Teambetrieb. Konkret haben wir da drei Teams. Einmal League of Legends, was jetzt schon ein paar Seasons hinter sich hat, wo wir trotzdem dieses Jahr einen neuen Coach suchen und neue Spieler. Wir bauen jetzt noch auf Rainbow Six Siege und Valorant und mit der Zeit wird es immer mehr. Zum Beispiel auch Richtung Simracing gehen wir jetzt noch demnächst mit rein. Über das tatsächliche Spielen hinaus fällt halt ein Haufen anderer Kram mit rein, der euch vielleicht auch interessieren könnte. Medienproduktion, Marketing, ihr seht hinter uns das Twitch-Studio. Dort könnt ihr auch einfach so euch anmelden und streamen und bekommt dann professionelle Unterstützung, wie ihr hier entsprechend gute Streams auf dem offiziellen Hochschulkanal rausprügeln könnt. Also kommt einfach vorbei, und zwar bauen wir das Ganze hier gerade im eSports Science Lab auf. Das ist das neue eSports und Gaming-Gebäude. Genau, da wird ein Großteil der Arbeit auch für euch dann auf euch zukommen. Axel hat es schon gesagt, gerade Online-Marketing, Medienmarketing auf digitaler Ebene ist ein ganz, ganz wichtiges und für euch wahrscheinlich auch sehr spannendes Thema. Dazu gibt es alle möglichen Sorten von Forschung, die ihr mit uns machen könnt in und um E-Sports. Da geht es um Games allgemein, da geht es um Ergonomie, Sport, Ökonomie, alles was Richtung Vermarktung geht. Ihr habt eine ganze Menge Möglichkeiten an der Stelle. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt. Wie ihr vorbeikommt, erfahrt ihr in dem hoffentlich hier irgendwie erscheinenden Discord-Link. Dort könnt ihr auch alle Fragen loswerden. Wir geben euch nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft und ja, wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Genau, das heißt, egal von welcher Fakultät ihr seid, egal von welchem Studiengang, solange euch das Thema interessiert oder alles ringsrum, kommt vorbei. Wir freuen uns drauf. Bis bald.